Ja, schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Jetzt kommen wir zum Teil 2 von Maybrit Illner gestern im ZDF mit Beatrix von Storch, Sarah Wagenknecht, Jens Spahn und Kevin Kühnert und hier die Melanie Ammann von Spiegel, Chefredakteurin, Redakteurin. Und da geht das Thema auf der Suche nach richtigen Antworten für Deutschland in der Einwanderungspolitik. Fehler bei der Ampel, Demos, warum steigt die AfD immer weiter in den Umfragewerten? Das muss ja irgendwie eine Ursache haben, weil man geht ja gar nicht richtig auf Ursachenforschung. Und hier muss man auch sagen, wir diskutieren quasi schon seit 10 Jahren, seit der Einwanderungspolitik von Angela Merkel. Die Ampelregierung hat ja auch die ganzen Fehler, die ganzen Gesetze und Politik, die ganze falsche Politik meiner Meinung nach von Angela Merkel übernommen. Okay? Schaut vorher Teil 1. Jetzt gehen wir hier weiter, wo Jens Spahn jetzt zu Wort kommt und dann Kevin Kühnert. Und dann gehen ja nachher so die Themen durch, wie die sich einzeln da argumentieren. Wird nachher so ein bisschen Tubawu durcheinander. Jeder redet da so seine Meinung. Und dann mal so ein bisschen im Hintergrund hören, wie da so die Zwischenkommentare sind. Auch mal sehr interessant zu hören. Okay, Video teilen, Kommentare drunter schreiben und ich sag mal, los geht's. So, meine lieben Zuschauer, hier nochmal die Einleitung. Jetzt, hier kommt jetzt Jens Spahn gefragt. Ab Minute 12:31. Oben ist der Link, das sind meine Reiter, die auf sind, ne, ZDF.de Politik bei der ZDF Mediathek. Und hier nochmal kurz runtergescrollt, wer, ne, da Thema hier Deutschland in der Krise, haben wir ja schon seit 2 Jahren. Und zu Gast 15. Februar, hier sind die Gäste. Und darunter das Thema, was ihr ja aber auch hört in meinem Fünfteiler mit meinen Kommentaren. Also hier könnt ihr schauen, aha, 1 Jahr verfügbar, dann ohne meine Kommentare sage ich ja was zu. Aber ich lasse das jetzt wieder durchlaufen, 10, 15 Minuten lang und sage dann danach auch nochmal meine Themen. Schreibt da was zu auf und ja, ich sag mal, dann gehen wir wieder in die Debatte rein. Jens Spahn, wenn Sie da demonstrieren, haben Sie trotzdem Verständnis dafür, dass auch CDU-Politiker dabei waren? Es gibt ganz unterschiedliche Demonstrationen, zum Teil auch ja mit aufgerufen von der CDU gegen Extremismus, gegen Rechtsextremismus, teilweise auch Extremismus generell. Und ja, in Deutschland verschwimmt leider dieser Begriff, man darf rechts sein, Mitte rechts sein, eine Meinung haben, die anders ist als eine Linke in Deutschland. Der Unterschied ist dann, wenn es radikal wird, wenn es extrem wird, wenn es die Menschlichkeit in Frage stellt. Und deswegen, ja, gibt es bei diesen Demonstrationen schon auch Dinge, die mich irritieren, die mich stören, bei manchen derjenigen, die da aufrufen. Aber wissen Sie, Frau Illner, das Thema ist ja eigentlich ein anderes, finde ich. Nein, jetzt, weil wir haben ja jetzt hier länger zugehört. Und ich finde, das ist nicht das eigentliche Problem, weil wir ja auch über die Stimmung im Land sprechen wollen. Weil die Ampel so schlecht regiert, sitzen doch die beiden Damen überhaupt erst hier. Mhm. Ich meine, sie ernten doch die Früchte des Zorns, den die Ampel sät und nährt. Und der zweite Befund, wenn ich nur diese Befunde in meinem Zusammenhang machen darf, ist ja, ich meine, Sie, Frau Storch, Ihre Partei will Deutschland rausführen aus der EU. Sie wollen Deutschland rausführen aus der NATO. Gemeinsam haben Sie, dass Sie uns irgendwie an Putin verkaufen wollen. Ich meine, das, was Ihre Programmatik ist, ist am Ende Abstieg, ist Armut für Deutschland. Und dann komme ich zum dritten Befund, und der ist ja die eigentliche Thematik. Obwohl das so ist, es hat keine Konferenz oder Treffen in Potsdam gebraucht, um zu wissen, wessen Geisteskind die sind. Obwohl das so ist, ist jeder fünfte Wähler aktuell bereit, die zu wählen. Und die entscheidende Frage, und die stellt sich ja dann eigentlich auch vor allem an Kevin Kühnert und an die Regierung, ist ja, warum und was tun? Mhm. Und ich glaube nicht, dass diese Art von Debatte, wie wir sie hier gerade geführt haben, daran irgendwas tut, sondern die eigentliche Frage, nur, dann bin ich auch fertig, die eigentliche Frage ist die Ampel fähig, in der Lage und willens zu erkennen, wie die Stimmung im Land ist, warum die ihr Geschäft hier machen können, und ist sie willens, durch Entscheidungen was zu ändern? Sie regiert aktuell gegen eine Mehrheit im Land bei Klimaschutz, beim Bürgergeld, bei Migration. Aber der Feuerlöscher sozusagen, es wird immer über die Brandmauer geredet, der Feuerlöscher ist bei der Regierung. Und das ist die eigentliche Frage, die sich viel mehr an die Ampel und auch an Kevin Kühnert richtet als jetzt hier, ist,
wird da verstanden, was los ist im Land? Weil diejenigen, die was tun können gegen die Stimmung im Land, sind die, so, die regieren. Und jetzt ahnen Sie, wem ich genau diese Frage stelle, nämlich Kevin Kühnert, Potzblitz, der Generalsekretär der SPD ist. Und die Frage ist natürlich, demonstriert haben die Menschen dagegen etwas, Herr Kühnert? Warum gab es so viele Ampelpolitiker, die geglaubt haben, dass das eine Art Zustimmung ist? Also mit demonstrieren ist das eine andere Politik machen wäre das andere. Ich glaube überhaupt nicht, dass diese Demos eine Zustimmung zu einer bestimmten Partei gewesen sind. Nein, ich weiß es sogar, weil ich auf solchen Demonstrationen zugegen gewesen bin und gesehen habe, was für ein breites gesellschaftliches Spektrum, bis hin auch zu CDU-Mitgliedern, worüber ich mich sehr gefreut habe, dort demonstriert hat. Das sind Menschen, die dafür eingetreten sind, dass die Geschäftsgrundlage unserer Gesellschaft, die ersten Artikel unseres Grundgesetzes, die Tatsache, dass wir Meinungsverschiedenheiten aushalten, dass wir die Gleichwertigkeit von Menschen nicht leugnen, dass das hergestellt werden soll. Das ist keine politische Demonstration für eine bestimmte Parteifarbe gewesen. Mhm. Was interessant war in den bisherigen Wortmeldungen der Kolleginnen und Kollegen aus dem parteipolitischen Raum ist ja, dass es keiner geschafft hat, länger als einen Satz über diese Demonstration zu sprechen, ohne eine taktische Wendung anzuwenden und über das zu sprechen, was man sich auf seinem Notizzettel für diese Sendung vorgenommen hat. Die Ampel ist schuld, irgendwelche erfundenen Prozentzahlen von Frau Storch, mit denen sie uns die nächste Dreiviertelstunde noch behelligen wird, und die Aufforderung, jetzt Position zu beziehen. Es muss doch möglich sein, in einem Land, in dem 27% der Menschen eine Migrationsgeschichte unterschiedlicher Art haben und in der sich politische Kräfte, die gar nicht wenig Zustimmung haben, dazu aufschwingen, diese Menschen anzugreifen in ihrer Gleichwertigkeit in dieser Gesellschaft und in ihren Rechten. Das erstmal ernst zu nehmen und zu sagen, völlig egal, wie wir zur Ampel stehen, zum Heizungsgesetz, zur Zukunft der Rente in Deutschland, wir stehen erstmal darin zusammen, dass wir uns in dieser Form nicht auseinander dividieren lassen. Und Frau von Storch hat ja keine einzige plausible Antwort auf das gegeben, was da gesagt wurde. Sie haben eingespielt eben die ganzen Zitate von den Parteifreunden von Frau von Storch, die ja ganz stolz bekannt haben, dass es kein Geheimplan sei, sondern genau so gemeint. Da ist gesagt worden, Millionen, das hat Herr Springer gesagt, ne, nach Adam Riese, das sind mindestens zwei, wahrscheinlich eher mehr. Herr Höcke, Ihr Chefideologe in der AfD, ist im Netz zu finden mit Videos, in denen er auf die Frage, wie viele Leute denn weg sollen, sagt, Deutschland kann problemlos auf 20-30% seiner Bevölkerung verzichten. Es ist bestimmt nur ein Zufall, dass wir 27% Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland haben. Sie müssen sich jetzt schon mal entscheiden, ob Sie alles bemänteln und abstreiten wollen und ist nicht so gemeint, geht nur um ein paar Abschiebungen, oder ob Sie sich zu Ihrem völkischen Flügel dazustellen, der sagt, massenhaft Menschen raus, Abschiebung ob mit Pass, im großen ob ohne Pass. Stil, so wie Ihr Kanzler gesagt hat, das ist genau das, was wir Sie wollen. Auf alle Menschen sind mit illegal, einem Abschiebemittelbezug, da sind wir deutlich unter einer Million. Sie reden über Menschen mit deutschem Pass. Oder Sie müssen jetzt mal sagen, dass Ihre Parteifreunde lügen und Sie die dazu auffordern, solche Räuberpistolen sein zu lassen. Das hat keiner gesagt. Das hat weder in Potsdam einer gesagt, noch hier hat das einer gesagt. Wir wollen, dass diejenigen, die illegal... So sicher, dabei habe es auch Menschen eingeschlossen, ich zitiere aus diesem Treffen, auch Menschen eingeschlossen, die deutsche Staatsbürgerinnen sind, aber nicht assimiliert seien. In den Diskussionen bei diesem Treffen habe es nur Einwände gegen die Machbarkeit gegeben, aber nicht Zweifel daran, dass solche Pläne wünschenswert umzusetzen werden. Es gibt eine staatliche Versicherung also, von wie assimiliert ich bin nicht muss man dabei sein? Gewesen. Ich bin nicht dabei gewesen, aber die eidesstattlichen Versicherungen wenden sich genau gegen diesen Punkt, dass deutsche Staatsbürger auf der Grundlage von rassistischen oder ethnischen Merkmalen abgeschoben werden sollen. Das ist dort nicht gesagt worden und deswegen hat Korrektiv ja aber seine verbalen Äußerungen dazu. Aber wie kommen die auf millionenfach, wenn sie Deutsche nicht dazuzählen? Ihre Parteien sagen das wir müssen offen. Alle die, die illegal hier sind, es sind ungefähr 300.000 illegal hier, einige haben einen Duldungstitel. Wir haben ungefähr 800.000 Syrer. In Syrien gibt es nicht flächendeckenden Krieg. Die müssen zurück. Die sind wegen Krieg gekommen. Wenn der Krieg nicht mehr da ist, müssen die zurück. Wenn jemand kommt wegen Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg ist nicht mehr da, dann müssen die in ihre Länder zurück. Ich bin anderer Meinung als Sie, aber sind wir jetzt bei einer Million? Das sind sehr, sehr viele. Und ich glaube, Sie können hier ganz lange darüber reden, über die Demokratie ist in Gefahr und der Faschismus steht auf. Aber genau das, und das ist der Kitt der Regierung, ist nur noch der Kampf gegen rechts. Die Union ist gerne mit dabei. Aber Sie haben nichts mehr, was Sie mit der FDP und den Grünen zusammenhält, außer dass okay, sie, jeder darf sie sein, einfach nur den sein, Raum mit sein Worten sein, gerade, nein, ich. Ich will nur sagen, dass das der einzige Punkt ist, den diese Regierung noch gemeinsam hat, zusammen mit der Union, der Kampf gegen rechts. Aber die Probleme der Menschen in diesem Land, die sind ihnen völlig egal. Aber eine Frage haben Sie nicht beantwortet von Kevin Kühnert und die ist schon, finde ich, wichtig. Weil das, was Sie sagen, das kann man ja meinen und das ist auch im politischen Spektrum okay. Es gibt nur ich habe mal gelesen, was Herr Höcke so schreibt. Ich kriege gelegentlich die Frage, wie du liest, was der schreibt. Doch, man sollte lesen, was aufgeschrieben ist, weil nur dann weiß man, was Leute vorhaben.
Das ist völkisches Denken. Da geht es um Deutsch sein. Da geht es um ethnisch rein sein. Das ist völkisch. Das ist in der Tradition, wenn man es so will, in der Schlechten des Nationalsozialismus. Und die Frage, die Herr Kühnert Ihnen gestellt hat, ist, teilen Sie das, was Herr Höcke da aufgeschrieben hat? Das steht ja da. Sie sagen ja immer, wir sollen gucken, was aufgeschrieben ist. Das steht da in seinen Büchern. Teilen Sie das oder teilen Sie das nicht? Und wenn Sie es nicht teilen, warum sind Sie dann mit jemandem wie dem in einer Partei? Das ist die eigentliche Frage. Das Gute bei der AfD ist, dass wir eine Programmpartei sind. Anders als vielleicht das Bündnis Sarah Wagenknecht, das gar kein Programm hat. Wir haben ein Programm, das von Mitgliedern debattiert worden ist. Meine Frage. Ich bin gerade dabei. Hm. Wir haben ein Programm, das von Mitgliedern beschlossen worden ist. Und in diesem Programm, das gibt unsere Richtung vor. Und da geht es nicht um völkisches Rechtsextremismus. Da finden Sie nichts davon. Deswegen kann auch nichts davon zitiert werden. Also verstößt Herr Höcke gegen das Parteiprogramm? Sie sind bei einzelnen Äußerungen, bei einzelnen Personen und versuchen etwas zu dramatisieren, aber Sie, und wir reden schon wieder die Hälfte der Zeit nicht über die Probleme, in diesem Land. So erheblich gegen also ich glaube, Sie schaffen es einfach nicht und für uns ist das okay, weil die nächsten Wahlen kommen und die EU-Wahlen werden nicht die besten für uns in diesem Jahr sein, sondern das werden die in Ostdeutschland sein. Ich bin einfach an Ihrer Position interessiert. Ich habe zu den Grundwerten unserer Gesellschaft im Gegensatz zu Ihnen gar kein taktisches Verhältnis. Ich halte gar nicht meinen Finger in den Wind und gucke, ob das jetzt im Wahlergebnis irgendeiner Partei was verändert. Ich bin einfach an einer Geschäftsgrundlage in dieser Gesellschaft interessiert, bei der meine Mitmenschen, 84 Millionen Menschen in dieser Gesellschaft, nach den gleichen Spielregeln behandelt werden. Und mir sind Leute suspekt, die keinen klaren deutschen Satz rausbringen zur Frage, ob sie das ganz genauso sehen. Aber Herr Kühnert, dann müssten Sie auch mal drüber nachdenken, was Sie persönlich und Ihre Partei und die ganze Regierung einen Anteil daran hat, dass eine Partei, die solche Leute in ihren Reihen hat, wie Herrn Höcke, der ja übrigens auch noch andere Sachen gesagt hat, zum Beispiel, dass es eben schlecht ist, dass man Hitler immer mit dem Bösen verbindet und andere Dinge. Also man kann ja, sag mal, beliebig Textexegese betreiben. Aber Sie müssen doch drüber nachdenken, was Sie da dazu beitragen, dass diese Partei immer stärker wird. Und das ist doch der Kern, weil ich glaube, da haben Sie einfach schon noch gar Frau von Storch, ist doch klar, dass sie das nicht begründen kann, weil es natürlich diese Rechtsextremen in der AfD gibt. Und der Spitzenkandidat für die Europawahl, Herr Krah, gehört zu diesem Flügel. Also ja nicht nur Herr Höcke, er hat zum Beispiel wörtlich gesagt, Einwanderung ist Völkermord. Also nicht unkontrollierte Migration, zu viel Migration, sondern eindeutig Einwanderung ist Völkermord. Wir sind ja in Russland angreifen Positionen, die sind unerträglich und die gibt es in der AfD. Aber die AfD wird nicht deshalb gewählt, weil es diese Positionen gibt, sondern weil so viele Leute wütend sind. Das ist ein Thema ja über lange Zeit, über viel. Ja, meine lieben Zuschauer, das war jetzt der zweite Teil von Maybrit Illner, wo jetzt Jens Spahn geantwortet hat auf, man darf rechts sein. Ne? Auf der rechten Seite darf man stehen, aber nicht mehr rechtsextrem. Und da ist mal die Frage, wer definiert das? Was ist denn mit links sein und linksextrem? Das gilt ja dann für beide Seiten. Das ist meine Meinung dazu. Und wenn man die Rechtsextremen hier verbietet, muss man auch die ganzen Linksextremen verbieten und da muss man die auch ganz klar definieren und vielleicht auch dann mal mit dem Namen nennen, wer das denn alles genau sein soll und dann auch hier mit Beweisen und hier mit Taten hier, die gibt es mit Sicherheit, dann auch hier nennen. Ne? Also die AfD ist in meiner Meinung nicht rechtsradikal, nicht radikal, kann ich absolut nicht behaupten. Gibt vielleicht so manche zweckwürdige Äußerungen, wo man darüber nachdenken sollte, ob man sowas sagt. Was geschrieben ist, ich habe das Buch von Björn Höcke nicht gelesen. Wer das hier von euch gelesen hat, kann ja mal in die Kommentare reinschreiben, was hier damit gemeint ist, ob der wirklich hier schreibt, so quasi so reinarisch, reines deutsches Blut. Die bleiben hier in Deutschland den Deutschen. Und alles so, das sind ja meistens so Parolen. Aber wie gesagt, wenn wir immer weiter einwandern, wenn jeden Monat über 25.000 neue Migranten kommen, dann in den kleinen Städten haben wir ja schon bald 1:1, wo die Deutschen nachher in der Minderheit sind. Ja, und die Deutschen werden älter, die bringen ihre 3, 4, 5 Kinder mit und wartet mal ab, 5 oder 10 Jahre weiter ist das Verhältnis, sieht das ja ganz anders aus. Und wenn wir Pech haben, kommen solche Parteien nachher auch in den Bundestag.
Ja, morgen in Köln demonstrieren 15.000 hier von der PKK, wohl genehmigt, und da werden schnell 30.000, 40.000 sein, alle mit diesen gelben Fähnchen, oder was sie da haben. Alles hier möglich, hoffentlich geht das denn hier friedlich über die Bühne, dass man hier keine verletzen und ja. Ne? Und was er ja aussagt, die Ampel, die Leute demonstrieren ja, man sagt ja hier, dass die AfD und die BSW gegründet oder existieren, sagt er, die beiden Damen hier, weil die Ampel seit 2 Jahren so eine schlechte Politik macht. Nein, da muss man viel weiter gehen, weil ja auch eine Frau Merkel seit 8 oder 10 Jahren so eine schlechte Politik macht. Auch alles hier eingewandert, Leute reingelassen, Ausstieg aus der Atomkraft, weil wir ja hier Tsunamiwellen haben, keinen adäquaten Ersatz. Und hier die Ampelregierung macht quasi so den Deckel drauf, macht hier das Finale. Und wenn wir das hier nicht stoppen oder eine andere Partei kommt hier dran als Rot-Grün oder Schwarz-Grün oder Gelb-Grün oder Jamaika, wie sie alle heißen, die GroKo 2.0, wird das nicht ändern. Deswegen haben wir ja hier ein gespaltenes Land, das merkt man ja, und da sagt er ja auch hier, hier muss man ganz klar nach den Ursachen fragen, ne, hätte man jetzt mal hier, was sind denn die Ursachen, und dann kommt man vielleicht auf den Kern, aber ich weiß nicht, ob das hier in so einer Sendung gewollt ist, ne? Ja, und da sagt er ja hier, die BSW, also Sarah Wagenknecht, möchten aus der NATO, kam kein Widerspruch, und die AfD im schlimmsten Fall aus der EU, weil ja NATO ist ja eigentlich hier Verteidigungsbündnis und kein Angriffsbündnis, und wir müssen es ja nicht gegen Putin verteidigen, weil warum soll Putin hier Polen angreifen oder die NATO angreifen? Man kann ja wieder hochrüsten, da kann man ja darüber diskutieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin hier in Selbstmord eingeht und sich selber hier zunichte bringt. Man weiß es nicht, aber kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Ja, ja, und dann kam hier Kevin Kühnert zu Worte, und auf der Demo ging es doch gegen rechts und gegen die AfD. Oder habe ich da was verpasst? Weil Kevin Kühnert sagte, nein, es ging ja nur gegen rechts. Soviel ich weiß, war noch AfD-Schilder dabei. Aber gut, gegen rechts kann man ja demonstrieren, ne? Aber lass die Oppositionspartei da raus. Und wenn man dann hier so Schilder sieht, AfD aufhängen. Und meiner Meinung, mein Empfinden nach, geht das auch gegen rechts. Weil ja, das kommt ja alles aus diesem falschen Korrektiv. Dadurch ist das alles ins Rollen geraten. Und diese Bauerndemonstrationen sind absolut in den Hintergrund gefallen. Eigentlich müssen da viel mehr demonstrieren, damit das hier nicht weiter hochkocht, hat man dann vielleicht das hier schnell auf den Weg geleitet und gesagt, hier ist Wannsee-Konferenz 2.0, hat man hier so einen Keil reingetrieben in die Bevölkerung, ja, ihr seid ja alle rechts, wenn ihr das gut findet, die AfD, und das wird dann immer schlimmer werden. Ja, hier muss man natürlich ganz klar sagen, 27% haben hier in Deutschland einen Migrationshintergrund. Hier kann man ja nicht alle abschieben, das ist ja unmöglich. Da musste auch hier die Beatrice von Storch auch ganz klar sagen, nein, die erste und zweite Generation, die hier arbeiten, aber das sagt ja auch hier Kopalla und Alice Weidel. Und ich denke mal, wenn man die Beatrice von Storch danach fragt, würde die auch ganz klar sagen, die schon länger hier sind, die hier friedlich arbeiten, die hier unsere Rechte normen, die Deutschland mit aufbauen, die Deutschland mit voranbringen, die sind ja gar nicht gemeint. Es sind ja die gemeint, die hier kriminell sind, die Rechte und Normen nicht anerkennen, die keinen Aufenthalt, die überhaupt keine Möglichkeit haben, hier zu bleiben, die sich nicht anpassen, die keinen Deutschkurs und machen. Wenn man das merkt, dann müssen die leider in die Länder zurück. Das nennt man halt Remigration. Das würde ich genauso auch unterstreichen. Und ja, ich weiß nicht, wie viel haben wir? 1 Million, 2 Millionen, die hier kein Bleiberecht haben? Wer das mal genau weiß, aber ich glaube, viel weit davon weg sind wir nicht, wenn wir hier 300.000 Kriminelle hier haben, die eigentlich abgeschoben werden, und wir schieben nur 600 ab und es kommen jeden Monat 26.000 neue. Wo sollen die alle hin? Habe aber auch schon mehrere Videos zu gemacht, und hier im Teil 1 habe ich ja das Foto gemacht, hier im großen Stil sagt der Kanzler, soll auch abgeschoben werden, eine Zahl wird nicht genannt, das ist ja auch dehnbar, der Begriff, meint er nur 1.000 oder meint er 100.000 oder 200.000, was heißt großer Stil? Ne? Da muss man schon ganz klar hier mit Zahlen das benennen, und dann kam nachher noch die Wagenknecht sagte dann hier ganz klar hier, dass die Ampelregierung eigentlich nur noch ein Thema hat, und zwar der Kampf gegen rechts. Der Rest wird ja nicht mehr gelöst.
Den Eindruck habe ich mittlerweile auch. Jetzt hat man das Heizungsgesetz alles auf den Weg gebracht. Man will die 2 Jahre so einfach noch durchsitzen. Keine großen Gesetze mehr, keine großen Wellen mehr machen. Man wartet jetzt ab, wer neu an der Regierung kommt, wie sich das jetzt alles hier zuspitzt. Hauptsache, man bekommt die AfD vielleicht verboten. Vielleicht geht es da der Weg hin, dass man jetzt die nächsten 2 Jahre nur noch dieses Thema hört. Ich bin mal gespannt. Und ja, wie gesagt, Höcke, wurde ja nachher nochmal die Beatrice von Storch gefragt, ob die zu Höcke hält, was der da meint mit rein arisch. Da hat ja auch die Beatrice von Storch auch hier, schaut in unser Programm rein, Wahlprogramm. Das hat ja dann nichts zu tun mit dem Buch von Höcke oder hier von Dr. Maximilian Krah. Da gehen dann wohl so die Meinungen auseinander. Aber wie gesagt, die beiden, oder hier gerade Björn Höcke, holt in Thüringen fast 40%. Der ist in Thüringen sehr erfolgreich. Und wer Erfolg hat, warum soll er seinen Kurs ändern? Wenn er da Ministerpräsident werden kann mit dieser Politik und die Leute finden das klasse und er hat da hier viele, viele Nachfolger, die den wählen, dann, wenn der da die ganzen Nichtwähler schon motivieren kann, ist das schon ein Riesenerfolg, weil die Nichtwähler sind ja dann auch eigentlich für Deutschland, sind dann eigentlich auch gegen Deutschland auf der linken Seite und die, die nicht wählen gehen, sind ja mit der Ampelregierung, mit der GroKo-Politik, mit der alten Politik, sind ja vollkommen glücklich. Ist mir egal, ich kann ja eh nichts ändern und das ist die ganz falsche Einstellung. Also ich kann nur nochmal den Appell hier sagen, geht auf jeden Fall wählen, macht eine Briefwahl und wählt die, die euch hier weiterhelfen, die, ja, aber wie gesagt, im nächsten Teil oder im Teil 4 kommen ja noch ganz andere Themen hier in dieser Diskussion. Eigentlich hochinteressant. Also bleibt dran. Schaut den dritten, vierten oder fünften Teil. Ich weiß nicht, wie lange ich hier brauche. Und deswegen sage ich mal, ja, das war's bis hierhin. Danke für eure Aufmerksamkeit. Teilt das Video, schreibt Kommentare drunter, lasst ein kostenloses Abo da und ja, sage ich bis zum nächsten Video.